Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tropico 6. Wer hat sich gerade mit Toffifee voll gestopft? Hier! Gottes Willen. Ich habe gerade so ein ganzes Ding Toffifee gegessen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Aber okay. Wir befinden uns hier im Ladebildschirm. Der Grund, hallo erstmal, falls ich das noch nicht gesagt habe. Es gab ein neues Update. Und es wurde gesagt, man soll keine alten Spielstände laden. Darum lade ich einen alten Spielstand, nämlich, bam, Fehler beim Laden des gespeicherten Spiels, Daten sind beschädigt und können nicht geladen werden. Kehre zum Hauptmenü zurück. Das heißt, ich hätte gerne die Mission zu Ende gespielt, ich darf aber leider nicht. Das ist mistig. Wirklich. Aber okay. Gut, wir könnten theoretisch nochmal versuchen, das zum Laden. Das sieht man übrigens, wie toll fleißig ich gespielt habe, nämlich fast gar nicht. Wir könnten nochmal versuchen, das zu laden. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Darum starten wir mal ein neues Spiel. Halt nicht eine Sandbox, sondern eine Mission. Es gibt nämlich eine neue. Nämlich hier Flüsterkneipe. Wir sagen einfach mal, das hier ist abgeschlossen. Müssen wir halt nochmal irgendwann spielen, keine Ahnung. Flüsterkneipe erzählt die spannende Krimi-Geschichte vom Rumschmuggel für den Broker während der Prohibition und vom Umgang mit Meisterverbrechern, während die Alliierten von El Presidente verlangen, ein System der Schuld und Sühne zu errichten, und mein Kaffee ist leer, und ihren Staatsfeind Nummer 1 zu fassen, den Boss. Missionsfokus: Verbrecher und Geld von der Schweizer Bank, spezielle Regeln, Sicherheit verringern. Das heißt was? Weil hier keine Wohngebäude, kann ich noch nachvollziehen. Aber hier Sicherheit verringern? Das heißt was? Keine Ahnung. Schülern in Nordkorea wurde beigebracht, dass Kim Jong-il nie defekieren musste. Kein einziges Mal. Und wie hat er dann geschissen? Keine Ahnung. Fragt die Nordkoreaner. Präsidente, erinnert ihr euch an die Zeit zwischen den Weltkriegen, als die Alliierten uns fast den Krieg erklärt hätten? Oh, was haben wir gelacht! Rum für einen Schwerverbrecher zu schmuggeln war nicht mehr als ein Hobby. Wirklich, denn selbst der schlimmste aller Verbrecher ist nur ein kleiner Fisch für euch. Aber Pech hat keine Manieren, und schon bald fanden wir heraus, dass er ganz oben auf der Abschussliste der Alliierten stand. Und so begann unser Crashkurs in Schuld und Sühne. Ja, hallo, liebe Penultimo, sagen, bitte, kostbar, danke. Präsidente, besonders eure Zeit, denn ihr seid der eifrige Führer einer Nation. Und nicht etwa ein Kind, das in einem Sandkasten spielt. Das ist toll. Wir haben hier unten neue Icons, was ich sehr schön finde. Und hätten hier alle Bürger, klingt gut. Und hier Miliz, nö, Berufssoldaten, bitte. Wir bestätigen... Präsident, mein Kunde, ein erfolgreicher und äußerst rechtschaffender Geschäftsmann, möchte, dass wir Freunde werden. Die Reise unserer Freundschaft beginnt mit kleinen Schritten und endet auf der Spitze eines riesigen Geldhaufens, von dem aus wir in den Sonnenuntergang blicken. Wenn Sie möchten, können wir dabei Händchen halten. Und es gibt keinerlei Risiko beim Händchen halten. Das habe ich nämlich schon oft gemacht. Und ich mag das. Ich finde das toll, mit dir Händchen zu halten. Ich habe bereits Unterlagen, die beweisen, wie seriös und erfolgreich Hände halten ist. Vertrauen Sie mir, ich würde einen Freund nie anlügen. Mhm, genau. Das Einzige, meine Insel war weg, da ist sie wieder. Und wir spielen Tropico mal auf einer Insel, beziehungsweise, falls das eine zweite Insel ist, auf zwei Inseln. Voll doll. Mal schauen. Was ist das? Ist das ein Schiff? Nein, das war mal ein Schiff. Beziehungsweise ein Boot, um genau zu sein. Und die Insel schaut interessant aus. Sagen wir es mal so. Also vom Stil her gefällt die mir. Die gefällt mir richtig gut vom Stil her. Das Einzige, erstens, das Ding ist in zwei geteilt. Wenigstens der Palast hier ist schön.
Das heißt, wir können hier wieder schön bauen. Das Einzige, uns fehlt halt ein bisschen der Bauplatz. Uns fehlt so ganz minimal der Bauplatz. Darum schauen wir mal hier im Inforaster, wie schaut's denn hier aus? Zuerst mal mit Sicherheit. Ah, relativ gut. Mal schauen, wie das später ist. Wie schaut's aus mit Wald und Kokosnüssen? Gut. Mit Tieren schaut's eher schlecht aus. Finde ich faszinierend. Zucker. Also hier schaut es auch nicht so sonderlich gut aus. Wir könnten... Also so sonderlich tolle Einnahmequellen haben wir nicht. Wir haben Zucker. Wir haben Zucker. Kaffee. Und Gummi, würde ich sagen. Schaut es hier aus. Da haben wir wenigstens relativ viele Mineralien. Das heißt, wir könnten auf Bergbau gehen. Und das wäre zum Beispiel hier gar nicht mal so eine schlechte Idee, da ein paar Bergwerke hinzubauen. Weil hier zum Beispiel würden theoretisch 3 reinpassen. Aber natürlich so, dass keine Straße mehr durchpasst. Ganz toll. Machen wir das mal so. Ein Bergwerk, noch ein Bergwerk, eine Straße. Und dann hoffentlich noch ein Bergwerk. Weil es wäre toll, wenn wir 3 Bergwerke hätten. Und haben wir sogar. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Dann könnten wir hier nochmal ein bisschen Nickel abbauen. Weil warum auch nicht? Nickel ist toll. Was auch immer man mit Nickel anstellen kann. Aber wir haben es dann. Und perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Wo haben wir denn noch was zum Abbauen? Hier hätten wir Kohle. Kohle ist schön. Kohle ist toll. Kohle ist das Beste auf der Welt, sagten die im Hambacher Forst. So. Machen wir das so oder machen wir es hier drüben? Ich würde ja sagen, wir machen das hier drüben. Oder sollen wir es doch hier machen? Machen wir es doch hier. Ziehen hier mal eine Straße durch und könnten hier nochmal verbinden, falls das hinhaut. Passt sogar, perfekt. Jetzt hat er mir zwar ein bisschen was von dem Feld abgerissen, weil warum auch immer, aber okay. Man kann auch nicht alles haben. Das Einzige, was ich gerne haben möchte, ist hier unten ganz viel Zeug. Zeug ist nämlich toll. Zum Beispiel hier einmal Gold. Hier drüben könnten wir noch zweimal Dings abbauen. Zweimal Kohle. Das war jetzt nicht so ganz gerade, aber soll mir wurscht sein. Das ist genauso geplant. Das muss genauso sein. Das war auch nie anders gedacht. Machen wir das mal so. Wie gesagt, das muss jetzt alles nicht so sonderlich schön sein. Frage ist bloß, können wir hier... Kriegen wir hier 4 rein? Oder kriegen wir da bloß 3 rein? Da müssten 4 reinpassen. Da müssten 4 reinpassen. Das Einzige, ich habe mich hier ein bisschen verbaut. Das heißt, das müssten wir nochmal machen. Aber es passen 4 rein, oder? Nee, da passen nicht 4 rein. Da passen bloß 3 rein. Das kann doch nicht sein. Da muss doch noch irgendwie ein 4. reinpassen. Bitte. Ich finde das gerade schlecht. Ich finde das gerade schlecht, weil hier würde theoretisch noch 1 reinpassen. Und hier dann nicht mehr. Weil das Spiel doof ist. Das ist der Grund. Weil das Spiel doof ist. Es passen doch 4 rein, man muss bloß ein bisschen umbauen. Das Einzige, wir haben halt jetzt so viel umgebaut, dass das Ganze ein bisschen doof ausschaut. Dass das Ganze ein bisschen doof ausschaut. So, einmal nach oben. Einmal, oh, ich kann Brücken drüber bauen. Das ist gut zu wissen.
Das ist wirklich, wirklich gut zu wissen. Das heißt, wir könnten nämlich hier... Wir könnten hier... eine Brücke drüber ziehen. Zack. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Das Einzige, das mit den... vier hat vielleicht doch nicht so ganz hingehauen, so wie ich es mir vorgestellt habe. Das kann doch nicht so schwer sein. Hier einfach irgendwo... noch ein Dings hinzusetzen. Das war falsch. Das war falsch. Meine Güte, das ist eine Fummelarbeit. Das ist eine Fummelarbeit. Ja, ich finde das ganz toll. Das kann doch nicht so schwer sein. Schaut euch mal hier diese Fummelsteuerung an. Ich möchte hier eine Straße hinsetzen. Genau hier auf diesem Feld. Fummel. Fummelarbeit. Gut, machen wir es halt anders. Wenn du das nicht möchtest, liebes Spiel, machen wir das eben so. So funktioniert es wenigstens. Und jetzt bitte keine Farm, sondern ein Bergwerk, welches hier noch reinpasst. Platz bereits belegt. Das Einzige, dass der Bug hier mit den Straßen ist immer noch nicht weg. Schade, ich hatte gedacht, dass hier welche reinpassen. Aber nö. Dann machen wir es halt so. Theoretisch könnten wir noch ein paar mehr Bergwerke bauen, aber ich finde, für den Anfang schaut es doch relativ gut aus. Hier oben könnten wir theoretisch noch. Aber ich glaube, das passt soweit. Handel. Was können wir denn verkaufen? Wir können Eisen verkaufen. Produzieren wir denn Eisen? Ich habe gerade 10.000 Dinger hingebaut, aber ich weiß nicht, ob wir Eisen abbauen. Jo, tun wir. Sogar gar nicht mal so wenig. Darum kaufen wir mal noch zwei Handelslizenzen. Verkaufen einmal Eisen. Verkaufen einmal Zucker. Und was könnten wir noch machen? Fisch könnten wir noch verkaufen. Darum verkaufen wir nochmal Fisch. Fisch ist toll, Fisch ist super und wir haben gefühlt mehr Geld als letztes Mal. Ich hoffe bloß, dass wir dieses Mal zur Abwechslung mal ein Spiel abschließen können. Das finde ich nämlich etwas mistig. Ich verstehe natürlich, dass das eine Beta ist, aber ich finde es ein bisschen arg schade, dass halt der Spielstand weg ist. Das finde ich halt ein bisschen schade, muss ich schon sagen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber okay. Man kann auch nicht alles haben in diesem Leben. Darum passt es soweit. Wir haben Politik. Wir könnten Leute loben, wenn wir denn wollen würden. Wollen wir das? Wir können sie in eine Botschaft einladen. Das ist toll. Ja, schön, sie zu treffen, Monsieur Brucker. Bloß Monsieur Brucker hat gerade anderes zu tun. Nein, nicht Monsieur Brucker, sondern ich habe anderes zu tun. Zucker. Zucker, Zucker, Zucker. Könnten sie theoretisch hier hinbauen. So würden wir auch nicht allzu viel verlieren. Das wären jetzt nämlich bloß vier Felder. Darum bauen wir hier mal schön fleißig vier Zuckerplantagen. Wir haben zwar schon eine, aber besser zu viel als zu wenig. Das Einzige, was vielleicht interessanter wäre, dass wir auch ein paar Arbeiter uns organisieren. Weil so ganz ohne Arbeiter könnte es vielleicht, aber bloß vielleicht, ein bisschen problematisch werden. Darum schauen wir mal. Arbeitslose Bürger 29, das reicht vorne und hinten nicht. Aber okay. Ein bisschen Geld hätten wir theoretisch noch. Was könnten wir hier noch bauen? Sägewerk. Mankereischiffswerft. Wir könnten natürlich ein Stahlwerk und eine Waffenfabrik bauen. Ich glaube, das wäre gerade das Beste, was wir machen können. Darum ein Stahlwerk und eine Waffenfabrik direkt daneben. Das passt nämlich auch perfekt mal wieder, als ob es geplant wäre. Ein Sägewerk könnten wir theoretisch auch hier reinbauen. Und sonderlich mehr Geld haben wir auch nicht mehr. Schade, aber okay.
Und hier machen wir zuerst mal die Audienz. Und danach Arbeitsmarktpolitik und Kirche und Staat. Das wäre vielleicht ein relativ guter Start. Wir haben halt bloß viel zu viele Baustellen gerade offen. Mit etwas Glück können wir noch ein Baubüro bauen. Perfekt. Perfekt, perfekt. Ich hoffe bloß, dass das noch irgendwo reinpasst. Was ist das? Ein Sägewerk. Unser geliebtes Maskottchen, Captain Tropico, auf der Gala der Tropico-Dienstleistungsorganisation erscheinen wird. Moral ahoi! Gut, da ist ein Sägewerk. Das ist gut zu wissen. Sagen wir es mal so. Und hier passt noch ein Baubüro hin. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Dann können wir hier das Ganze ein bisschen auf eine höhere Priorität setzen. Erstmal warten, bis ja zumindest mal... Oh, die bauen ja jetzt schon fleißig. Das ist mal interessant. Die Frage, gibt's neue Gebäude? Zumindest so beim kurzen Drüberschauen gibt es, glaube ich, keine neuen Gebäude. Und wenn doch, dann tut es mir leid, dass ich sie nicht gesehen habe. Aber ich glaube, es gibt keine neuen Gebäude. Es gibt bloß ganz viel Bugfixes. Bugfix, Bugfix. Klingt irgendwie... Gab es nicht mal wirklich so einen Bugfix von Dr. Oetker? Doch, ich glaube schon. Bugfix von Dr. Oetker macht jeden Kuchen schneller fertig. Alliierte schicken Entwicklungshilfe. Bloß das reicht wahrscheinlich nicht für eine Waffenfabrik. Nö. Reicht's vielleicht für eine Highschool? Nö. Aber wir könnten schon mal den Bauplan kaufen. Weil Highschool-Baupläne toll sind. Ich frage mich, ob Sie mir mit einem kleinen Problem helfen könnten. Oh, nein, nichts dergleichen. Auch wenn es ein wenig wehtut, wenn ich huste. Also die Anspielung verstehe ich nicht, aber soll mir recht sein. Ein Meisterverbrecher, der lediglich als großer Enchilada bekannt ist, versteckt sich auf einer ihrer Inseln. Im letzten Krieg war es uns ein Dorn im Auge und wir wollen ihn hinter Gittern sehen. Wir wären ihnen für jegliche Unterstützung dankbar, angefangen mit ein paar Überwachungseinrichtungen. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Schutzturm, beziehungsweise drei Gebäude des Typs Schutzturm. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass wir schon ein... Nein, das ist ein Wachturm. Na ganz toll. Gut, dann müssen wir ein paar Schutztürme bauen. Theoretisch hätten wir sogar fast genügend Geld, aber auch bloß fast. Das heißt, wir setzen mal Platz bereits belegt. Finde ich ein bisschen schade. Weil hier könnte theoretisch einer reinpassen. Aber wir bauen ihn lieber hier in die Ecke oder hier in die Ecke. Wenn ich jetzt auch noch wüsste, wo hier vorne und wo hinten wäre, dann wäre das ein bisschen besser. Hier vorne ist ein Loch in der Mauer, also schätze ich mal, ist das vorne. An den Hafen vielleicht auch noch ein kleines Türmlein hingebaut. Passt sogar hier direkt rein, perfekt. Und sobald wir ein bisschen Geld haben, hier oben in der Stadt dann auch noch einen. Mein Kunde hat starkes Interesse an Rum, Präsidente. Oder ein Interesse an starkem Rum, wie auch immer. Sie sind in der Lage, die Ware herzustellen. Wir gewinnen Zucker aus Zuckerrohr und aus Zucker wird Rum. Rum verwandelt sich in Geld und Geld macht uns alle glücklich, Präsidente. Wissenschaftler nennen das den Rumkreislauf von Zuckerrohr zum Glück in 4 einfachen Schritten. Wir haben sogar eine Rumdistillerie. Praktisch. Dann können wir noch eine Rumdistillerie hier an den Strand hinsetzen. Weil warum auch nicht? Könnten vielleicht noch 2-3 mehr Zuckerplantagen machen. Weil ich glaube, das bräuchten wir. Ich glaube, das bräuchten wir. Wenn ich denn hier eine Plantage hinsetzen könnte. Kann ich aber nicht. Weil das Spiel doof ist. Und das hier, da würden wir zwar ein bisschen was verlieren, aber soll mir recht sein. Wir möchten hier den Platz so gut wie noch möglich ausnützen. Oder nutzen, besser gesagt. So, noch einmal Zucker. Passt Zucker hier nochmal rein? Natürlich passt das so nicht hin, aber so würde es reinpassen. Darum zack. Dann haben wir hier nämlich einen stetigen. Kann Brücke nicht beginnen, weil ich zu spät aufgehört habe. So, zack. Hier eine Brücke.
die natürlich ein Feld zu lang ist. Wie sollte es denn auch anders sein? Nochmal zack, zack und hier rüber zack. Perfekt. Einen Tunnel kann ich nicht bauen, brauche ich aber eigentlich auch gar nicht. Was ich eigentlich bräuchte, wäre ein dritter Schutzturm. Den wollte ich eigentlich bauen. Aber nö, denkt sich das Spiel. Beziehungsweise denkt sich der liebe Kruzi. Brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Wozu sollte ich denn einen dritten Schutzturm haben wollen? Verstärken Sie bitte Ihre Armeen, Präsident. Wir haben Feinde zur Rechten, Aufständische zur Linken, Dämonen unter den Füßen und Flugsaurier über den Köpfen. Wer weiß, wer gerade aus der vierten Dimension zum Angriff auf uns bläst. Warum sollten Sie sich auf den Kampf vorbereiten, wenn Sie für die Arbeiter kämpfen sollten? Präsidente, helfen Sie bitte den Genossen. Sie schwitzen gemeinsam für Tropico. Wir gehen auf... Haben wir einen kleinen Laden? Haben wir einen kleinen Laden? Ich sehe keinen kleinen Laden. Wie schaut denn der kleine Laden aus? Der kleine Laden schaut so aus. Ich sehe aber keine kleinen Läden. Oder ich bin blind. Kann auch sein. Gut, dann gehen wir eben auf den kleinen Laden und sagen hier, senken Sie die Arbeitslosenrate auf 7%. Das schaffen wir doch relativ fix, würde ich sagen. Und werden hier dann einen kleinen Laden bauen, sobald wir denn genügend Geld haben. Die Frage ist bloß, haben wir jemals? Präsident, lieben Sie es nicht, den Schiffen beim Verlassen des Hafens zuzuschauen? Jedes beladen mit Gütern für den Export, einige davon sogar legal. Unglaublich. Zigarren exportieren, haben wir hier... Ah, ich kann leider nicht nachschauen. Doch, kann ich schon, wenn ich wüsste wo. Tabak. Also theoretisch könnte ich hier drüben... Nee, die Aufgabe, die brechen wir ab. Die Aufgabe nehmen wir an und schauen einfach mal, ob wir irgendwann genügend Geld haben, damit wir hier vielleicht doch... Ich brauche Ihre Hilfe, Präsident. Alles ist schiefgegangen und wir brauchen eine verlässliche Hand am Ruder. Es gibt scheinbar keinen besseren Präsidenten für den Job. Die Jungs von der Profilerstellung lieben sie wegen ihrer moralischen Flexibilität. Kein Druck, nur die übliche Bombendrohung. Gut, besitzen sie ein Gebäude des Typs Botschaft, haben wir sogar, und sollen sie in die Botschaft einladen. Gut, wenn du meinst, Botschaft, Alliierte einladen, perfekt. Besten Dank. Eines muss man dem Krieg lassen. Er hält uns mit aufregenden Abenteuern auf Trab. Was? Wir nennen sie Abenteuer. Das ist eine Richtlinie der Abteilung. Der Abteilung Geschichte umschreiben, um genau zu sein. Immer fleißig, diese Revisionisten. Präsidentin, mit ihrer Hilfe werden wir eines Tages einen Krieg gewinnen, egal wie er wirklich ausgeht. Toll. Bisschen Schweizer Bankkonto, das klingt gerade ganz gut. Und könnten hier um finanzielle, beziehungsweise erstmal Bündnis und dann um finanzielle Unterstützung bitten. Jeder muss einen Beitrag zu den Kriegsanstrengungen leisten, altes Haus. Es interessiert mich überhaupt nicht, wer Sie sind. Sie mögen hier in Tropico ein hohes Tier sein, aber dieser Krieg ist größer als jede Nation. Naja, zumindest größer als Ihre Nation. Und die Alliierten sind auch viel größer. Also ist es eine gute Idee, unser Freund zu sein. Denken Sie nicht auch? Retten besitzen. Okay. Ich würde gerne jemanden retten, aber ich habe niemanden zum Retten, darum habe ich nichts zum Retten. Und irgendwas wollte ich noch bauen, aber ich weiß nicht mehr was. Was wollte ich gerade machen? Zigarrenschutzturm? Ich wollte einen Schutzturm machen. Ja, da war was. Und sonst wollte ich auch noch irgendwas machen. Aber ich weiß es nicht mehr. Wir können aber einen kleinen Laden bauen. Und dieser kleine Laden, der passt perfekt. Naja, perfekt ist relativ. Aber der passt hier bestimmt irgendwo rein. Zum Beispiel hier rein. Da passt er nämlich gut rein. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Schutzturm, einen weiteren. Den wollte ich hier ja irgendwo reinsetzen. Passt der hier oben vielleicht irgendwie noch rein? Hier zum Beispiel. Zack. Dann haben wir mal die drei Schutztürme. Eine Rumdistillerie, die wird gebaut.
Zigarren exportieren, dafür brauchten wir nochmal Tabak. Tabak, Tabak. I need Tabak, Tabak. Bauen wir einfach mal zwei Stück hin, würde ich sagen. Muss zuerst mal die Brücke hinsetzen. Können wir nicht, weil unebenes Terrain. So uneben ist es doch gar nicht. Was willst du, liebes Spiel? Was willst du, liebes Spiel? Könnten natürlich hier so eine Kurve reinsetzen. Können hier nach oben gehen. Und können hier die Straße... Schluck auf. Und können hier die Straße reinsetzen. Das heißt, ich könnte ein bisschen Tabakko anpflanzen. Und nochmal Tabakko anpflanzen. Ich glaube, zwei Plantagen reichen. Was wir auch noch bräuchten, wäre eine Cigarros Fabricos, falls wir den Geldos hätten. Aber haben wir nicht. Und ich sehe gerade auf die Uhr. Sonderlich viel Geld verdienen wir durch den nächsten Dampfer eh nicht, dass wir die Zigarrenfabrik bauen können. Darum hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Und ich finde es, wie gesagt, ein bisschen schade, dass... Puff. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und wie immer gilt, Grüßli, euer Mr. Grutzi. Bis dahin. Tschüss.